Hallo liebe Schützen, herzlich willkommen zu einer neuen kleinen Reihe von Liebeslegungen für dich Sternzeichen quer durch den Sternzeichenhimmel. Ja, und wir schauen hinein für die Liebe mal wieder. Ja, der Impuls kam und deswegen wenigstens einen kleinen Blick. Was ist denn so los bei Schütze? Schütze Kollektiv, was steht an? Wo geht's hin? Ja, darum geht's. Das ist die Herausforderung, das ist der Tipp, die Unterstützung, die Tendenz schauen wir uns dann auch an. Ja, Zeit ist fließen, ihr könnt die Legung für euch nehmen, wann immer ihr wollt und darauf stoßt, ja, dann hat das so seine Bewandtnis, gibt euch hier vielleicht einen Impuls, aber natürlich, es ist allgemein. Schauen wir fürs Schütze-Kollektiv. Ja, guck mal, du bist ganz bei dir selber, die Königin der Stäbe. Die steht vor allem für Schütze, aber natürlich auch für Feuerzeichen überhaupt. Aber zuerst einmal für dich selbst auch. Also es kann heißen, dass du hier wunderbar gerade in deiner eigenen Kraft und Stärke und Ausstrahlung bist und ja auch sehr mutig und unabhängig und selbstständig und leidenschaftlich und beherzt und was auch immer noch, ja, hier ganz unterwegs bist, kreativ, auch inspiriert, sehr im Vertrauen auf die göttliche geistige Welt. Ja, die Stäbe zeigen die Energie, den Energiefluss hin zur göttlichen geistigen Welt an. Sei es in Beziehung, sei es allein, ja. Und ja, dann bist du natürlich einfach auch sehr attraktiv und anziehend. Schauen wir doch mal, was ist jetzt die Herausforderung? Ah, die vierte Stäbe. Ja, vielleicht kommt da jemand auf dich zu. Vielleicht ist es auch eine Herausforderung für dich, jemanden zu treffen, ja. Zusammen mit jemandem zusammenzufinden, der auf Augenhöhe ist. Na, wir haben hier bei den vier Stäben die 11-11 angezeigt. Ja, naja, das ist so ein bisschen mit Schütze-Sternzeichen verbunden. Also es muss nicht auf jeden von euch zutreffen. Na, wir haben eine Menge Prägungen, astrologische Prägungen in unserem Geburtschart. Aber so für Sternzeichen Schütze ist das mit signifikant, sich ja nicht unbedingt auf jeden auch einzulassen. Ne? Ist es dir da schon auch wichtig, jemanden wirklich auch zu finden, der verbindlich ist, gleichzeitig aber eben auch sehr lebendig und eigenständig und Interesse am Miteinander, am Leben kreieren hat, eine gewisse Leichtigkeit einfach auch mit sich bringt. Ja, ist das für dich vielleicht auch eine Herausforderung, ne, sich auf Verbindlichkeit einzulassen überhaupt, ne, und keine Sorge drum zu haben, dass es trotzdem ein Miteinander sein kann, was ja auch sehr viel Freiheit bietet, Lebensfreude, Kreativität, Leichtigkeit, ja, Festlichkeit einfach auch feiern miteinander, ne? Das Leben miteinander feiern und kreieren, aber ja, natürlich auch Menschen zu sich einladen oder ja, da vielleicht auch wirklich Fundament miteinander zu gründen, ja. Gemeinsames Fundament miteinander zu gründen. Vielleicht es wird auch ein bestimmtes Fest, ein bestimmtes Ereignis sehr herausfordernd für dich, ne? Dass du dich hier tatsächlich auch zeigst. Vielleicht bist du auch sehr für dich, ne? Und ja, schon auch in Zufriedenheit, sehr in Zufriedenheit mit dir selber. Aber na, die Königin der Stäbe, die hält schon hier einfach auch Ausschau, ne? Ja, du scheinst da schon auch Ausschau zu halten, ne? Beziehungsweise, falls du schon in einer Beziehung unterwegs bist, dann, ja,
könnte hier anstehen, jetzt in Verbindlichkeit auch miteinander zu kommen, ist das aber eben auch so eine Herausforderung, ne? Ja, wie gesagt, ne? Vielleicht ein bisschen rotes Tuch, ne? Verbindlichkeit, aber wie gesagt, eine Verbindlichkeit, ein Miteinander. Gerade wenn es auf Augenhöhe ist, dann gibt es da einfach auch eine Menge Freiheit, ja, und Freude miteinander, Lebendigkeit, trotzdem Beherztheit und ja, so eine gewisse Reinheit einfach auch, ne? Ja, wir haben hier oben die beiden Tauben angezeigt, ne? Na, ich kann es nicht ausschließen, ne, dass entweder eine Begegnung, ein Fest sehr herausfordernd sein könnte, ne, weil du da jemanden triffst, der halt wirklich auf Augenhöhe ist, vielleicht auch endlich jemanden triffst. Ne. Vielleicht, ne, braucht es wirklich auch für dich erst dieses Stadium, dass du ganz in deine eigene Kraft und Stärke kommst, in dein Selbstbewusstsein. Ne, nach vielleicht auch so manchen Erfahrungen in Sachen Liebe, Beziehung, Leidenschaft. Was ist der Tipp? Die unterstützende Energie, die 5 der Schwerter. Ja, 5 der Schwerter sind ja für gewöhnlich jetzt nicht so die tollste Energie, aber der Tipp hierbei ist auch, hör auf zu kämpfen. Ne? Hör auf zu kämpfen, komm in Leichtigkeit. Ja, und vielleicht auch, hör auf, nur für dich selbst zu denken, zu planen, zu agieren, allein zu gehen. Ja. Tipp ist auch, schau mal, was du möchtest, ne? Ja, mit dem 5 der Schwertern ist so ein bisschen auch immer das Ego angesprochen. Ego-Energie, aber in einer gesunden, dienenden Art und Weise ist das Ego ja natürlich auch wichtig, ne? Ja. Das Selbstzweifel hindert dir, ne? Auch die Zweifel daran, ob du jemanden findest, ob da jemand entsprechend wirklich ist in einer Begegnung. Das ist jetzt hier spannend. Ja, und vielleicht ist es tatsächlich auch wichtig, na, aufzuhören zu kämpfen darum oder danach zu suchen, zu forschen, ob denn da jetzt jemand kommt oder nicht, ob das der richtige Mensch ist, dem du da begegnest oder nicht, na, ob die Verbindlichkeit richtig ist oder nicht. Ja, lass es hier vielleicht auch erstmal auf dich zukommen, ne? Page der Münzen. Guck mal. Ein wertvolles, liebevolles, wertschätzendes Angebot kommt da auf dich zu. Ja, vielleicht auch Nachwuchs, ne? Ja, da meint es jemand sehr ehrlich und aufrichtig und
Vielleicht könnte tatsächlich eine Einladung hier zu einem Fest sehr wichtig und wesentlich sein, ne? Die legt den Grundstein für einen neuen Weg, für ein neues, sehr wertvolles, stabiles, langanhaltendes, ehrliches, aufrichtiges und ja, auch reiches Miteinander. Da bahnt sich etwas an. Vielleicht auch noch mit im Zusammenhang mit Nachwuchs, aber ja, auch hier einem verbindlichen Miteinander. Vielleicht kommt hier tatsächlich auch ein Antrag auf dich zu. Oder machst du gar selber einen. Das ist auch möglich. Aber wisse, das ist hier wirklich ganz toll, liebevoll, wertvoll, wertschätzend. Ja, und geh es langsam an. Ne? Lernt euch nach und nach kennen. Vielleicht ist es auch jemand, den du schon kennst. Ne? Und baut sich hier jetzt langsam in eine andere Richtung etwas auf, in Richtung Verbindlichkeit. Was gibt das Liebesorakel noch mit? Oh, da ist eine Kerze erloschen. Eine Bestätigung. Schauen wir doch mal. Ist hier noch ein Impuls? Oh, romantische Liebe. Ja. Amors Pfeil hat getroffen. Tada. Ja, vielleicht ist es hier auch der wundervolle Impuls. Du kannst aufhören zu kämpfen. Hier kommt jemand rein, der auf Augenhöhe ist, ne? Der sich selbst meistert, so wie du. Ja, der Interesse an Miteinander hat, aber also stabilen, verlässlichen Miteinander hat, aber gleichzeitig auch ja, Freiheit bietet, ne? Ganz in die Akzeptanz geht. Ja, guck mal, vielleicht ist hier das Thema Freundschaft auch wichtig. Pflege die Bande der Freundschaft, ja. Ist insofern dann ein Fest von Bedeutung, vielleicht eine Hochzeit auch. Ja, lernst du da jemanden dann kennen? Ja, legen wir mal mit dir hin. Aber du selber. Ne? Es kann auch sein, dass du mit dir selber sehr glücklich und zufrieden bist, ne? Und es dir selber auch schön machen darfst, selber eine hohe Zeit hier erleben darfst. Ja, vielleicht gilt es noch hier, sich ein Stück weit mal weiter zu stabilisieren auch, ne? Sich mit sich selber noch wohler zu fühlen, um dann, es ist immer noch nicht der König der Stäbe, ja? Der dann sozusagen unsere ganze Reife in Sachen Selbstbewusstsein, Leidenschaft, Beherrschen von Leidenschaft, von, ja, Engagement und Mut anzeigen würde, ne? Von Offenheit. Von daher, ja, darf es hier vielleicht auch darum gehen, dich mit dir selber wohlzufühlen, ne? In eigene energetische Stabilität zu kommen. Ja. Nochmal zu schauen, wofür lohnt es sich zu kämpfen, wofür nicht. Ja, vielleicht sind an manchen Stellen, ne, für manche von euch ja auch erst einmal Freundschaften dran. Und Freundschaft ist nicht zu verachten, ja. Ganz im Gegenteil, ja. Die vierte Stäbe zeigt eben auch Freundschaft durchaus mit an, ne?
nicht nur, dass Freunde eine Rolle spielen, sondern ja, vielleicht schon auch, ne, dass du darin auch gute Geborgenheit findest, ja, und dich damit wohlfühlst, ne? Aber auch Freundschaft im Miteinander ist wichtig und wesentlich. Das ist eigentlich die, ja, die wichtigste Komponente mit im Miteinander, ne? Denn mit niemandem haben wir so viel Geduld und Ausdauer und Toleranz wie mit Freunden. Ja? Von daher ist das eben sehr wichtig und wesentlich, das auch in die Beziehung mit einzubeziehen. Und ja, vielleicht darfst du in diese Richtung auch gehen. Ja, vielleicht ist es wichtig und jetzt vielleicht auch gerade dran, ja, Freundschaften zu pflegen, mit jemandem wundervoll befreundet zu sein, Freundschaften aufzubauen, sich freundschaftlich erst einmal kennenzulernen. Schauen wir, was haben die Zeitkarten hier noch für einen Impuls? Das kann ein Impuls sein. Muss nicht. Na. Aha, dann doch. Ja, guck mal hier. Ausgewogenheit, Balance, die 8. Da ist etwas im Fluss. Es ist alles im Fluss. 8 Tage, 8 Wochen. Ach, guck an, dann geht es ja doch recht schnell. Was haben wir hier noch? Die Jungfrau. Ja, das ist ja dann so etwa in diesem Zeitraum von Jungfrau, ne? 24.8. bis 22.9. Sammle die Ernte. 6 Wochen, 6 Monate. Ja, vielleicht spielt die 6 eine Rolle oder auch die 8, ja. Also der 6., 16., 26., 8., 18., 28., je nachdem. Ja, vielleicht ist dann hier da, vielleicht der 6., 8., ja, das kann auch sein. Ist das ein wichtiges Datum beispielsweise, an dem ihr jemanden begegnet, kennenlernt, ein Fest stattfindet, zu dem ihr geladen seid und sich hier, ja, wundervolle, liebevolle, wertschätzende Beziehung anbahnt. Ne? Erst einmal romantisch, Wohlfühl. Also Romantik heißt erst einmal Wohlfühlen miteinander. Ja, man ist sich einig, ist ja so auf gleicher Wellenlänge. Ja, schau einfach, ne, wie es sich entwickelt. Da ist noch ganz viel Entwicklungsspielraum, aber eben auch wirklich ganz viel Potenzial. Es möchte gehegt und gepflegt und aufgebaut werden. Alles Liebe dafür und bis bald, deine Tara von Tarot Rainbow.